Wir haben uns bisher ja angeguckt, wie man bei Wippen oder welchen Kraftgewinn wir dann eigentlich aus Wippen ziehen können, wenn wir unser Wissen, das wir schon haben, was Energie und Energieerhaltung und Arbeit angeht, wie man das sinnvoll einsetzen kann. Um halt im Endeffekt vielleicht mehr Kraft rauszukriegen, als man reingesteckt hat, oder andersrum gesehen, um sich Arbeit einfach zu sparen. Und das Gleiche geht auch für andere simple Maschinen, also natürlich auch für komplizierte, aber die gucken wir uns lieber erstmal nicht an, sondern wir fangen lieber erstmal ganz unten an. Und eine von diesen anderen Maschinen, wie man sie nennt, ist zum Beispiel eine Seilwinde oder eine Umlenkrolle, kann man sie auch nennen, denke ich. Also wir können mal gucken, hast du bestimmt schon mal gesehen, das sind so komische runde Objekte. Ich mache mal so einen Punkt, also die ist hier oben festgemacht an der Decke. Und da wird jetzt ein Seil drum gelegt, das hängt dann also hier runter. Hier hängt unser Seil runter und geht hier drüber. Wir gehen jetzt mal davon aus, der Einfachheit halber wieder, dass wir keine Reibung haben zwischen dem Seil und der Rolle. Und dann hängt hier unten jetzt zum Beispiel ein Gewicht dran. Also hier hängt jetzt ein Gewicht dran von 10 Newton. Und ohne sich jetzt irgendwelche Formeln merken zu müssen oder generell irgendwas auswendig zu lernen, würde ich behaupten, ist es immer das Leichteste, wenn man sich einfach fragt, was passiert denn mit dem Seil, wenn ich an der einen Seite dran ziehe. Also wenn ich zum Beispiel jetzt hier bin, ich fasse jetzt den Punkt hier an und ziehe den hier um einen Meter nach unten. Was passiert mit der anderen Seite? Also wir machen die Seite hier um einen Meter länger. Ich denke, das ist ja recht intuitiv, dass diese Seite hier dann auch einen Meter kürzer wird. Also wird um einen Meter nach oben gezogen, oder? Wenn ich hier dran ziehe, dann wird das hier ja alles hochgezogen. Und wenn ich hier den Punkt hier um einen Meter runterziehe, dann werden die Punkte hier auf der linken Seite auch einen Meter nach oben gezogen werden. Also bewegt sich auch unser Gewicht genau um einen Meter nach oben. Wenn wir uns jetzt den Kraftgewinn angucken, der ist ja so groß wie unsere Arbeit, die wir rauskriegen, geteilt durch die Arbeit, die wir reingesteckt haben. Und wir sehen ja hier schon, wenn wir auf beiden Seiten die gleiche Strecke zurücklegen, dann muss auch die Kraft gleich groß sein. Das heißt, wir müssen hier auch mit 10 Newton nach unten ziehen, um die 10 Newton nach oben zu heben. Jetzt magst du dich bestimmt fragen, okay, wenn ich keinen Kraftgewinn habe, dann ist das auch keine gute Maschine. Aber das würde ich so gar nicht sagen. Die Maschine hier spart uns vielleicht keine Arbeit, aber dafür kann sie vielleicht Dinge erreichen, die wir sonst nicht geschafft hätten. Zum Beispiel kann es ja leichter sein für dich, irgendwas nach unten zu ziehen oder Kraft nach unten auszuüben, als irgendwas hochzuheben zum Beispiel. Oder stell dir vor, du würdest jetzt hier unten dran ziehen und willst das Gewicht aber nach hier ganz oben bringen und da oben würdest du ja sonst gar nicht rankommen eigentlich. Also wenn du es einfach nur hochhebst, würdest du da oben vielleicht gar nicht rankommen, weil du halt einfach nicht so groß bist. Und so kannst du einfach hier unten immer dran ziehen und irgendwann kommt das dann hier ganz oben an und dann, ja, kann da oben irgendwer anders zum Beispiel damit weiterarbeiten oder irgendwas anderes machen. Das heißt, auch wenn das keinen effektiven Kraftgewinn hat, kann die Maschine trotzdem an sich nützlich und sinnvoll sein. Aber wir wollen uns natürlich nur ein anderes Beispiel angucken, bei dem wir auch einen echten Kraftgewinn haben. Also wir können uns ja eine ähnliche Situation nehmen. Also wir haben jetzt hier nochmal so eine Umlenkrolle. Die ist wieder hier oben festgemacht. Irgendwie so. Und diesmal haben wir noch eine zweite Umlenkrolle. Die machen wir mal hier hin. Und diesmal geht das Seil folgendermaßen, also es hängt auch wieder hier runter. Auf der Seite stehen wir dann gleich. Und das geht dann hier drüber und geht hier wieder runter. Aber wir gehen mal davon aus, dass das hier gerade runter geht. Und dann geht das hier wieder hoch. Und dann ist das hier oben in der Wand festgemacht. Hier ist es festgemacht. So. Und unser Gewicht hängt diesmal an dieser zweiten Umlenkrolle hier. Und so. Und zack. Und wiegt, sagen wir, auf der 10 Newton. Ist eigentlich egal, wie viel es wiegt. Aber der Einfachheit halber. Und damit wir ein anderes Beispiel noch ein bisschen haben, nehmen wir diesmal auch einen anderen Weg. Also wir ziehen jetzt diesmal wieder hier dran. Und diesmal ziehen wir mit 2 Metern. Also wir nehmen den Punkt hier in die Hand und ziehen den 2 Meter nach unten. Das heißt ja, so kann man sich das vielleicht auch vorstellen, dieses Seil auf der rechten Seite hier, wenn wir hier dran ziehen, wird ja um 2 Meter länger. Weil dieser Punkt hier wird ja nach unten gezogen und hier oben kommen ja dann die anderen 2 Meter von hier drüben nach. Das heißt, die Seite, die hier links ist, von der ganzen Umlenkrolle hier oben, an der wir ja ziehen, die muss ja um 2 Meter kürzer werden. Also wir ziehen den hier nach unten um 2 Meter, dann wird das hier ja hochwandern und das ganze Seil hier auf der linken Seite muss dann ja um 2 Meter kürzer werden, weil irgendwo müssen die 2 Meter, die wir hier dazu gewinnen, ja herkommen, die ploppen ja nicht einfach so aus der Luft raus. Das heißt, wir wissen, das ganze Seil hier auf der linken Seite wird um 2 Meter kürzer. Aber das ist ja auch nochmal zweigeteilt, das Seil. Wir haben ja einmal den Part hier, den Teil, der nach oben gezogen wird, um 1 Meter, und den Part hier, an dem ja auch gezogen wird, aber an dem wird ja mehr oder weniger in die Richtung hier gezogen,
Und dadurch, also an diesem Punkt hier oben wird er nach unten gezogen, durch das Gewicht und dann halt auch noch, weil wir ziehen. Und dadurch bewegt sich das Ganze dann nach oben, wenn wir hier dran ziehen. Das heißt, das hier geht nach oben, das wandert auch nach oben. Aber da wir halt insgesamt 2 Meter haben, die wir auf der rechten Seite ziehen, muss ich das aber auf der Seite hier auf zwei Teilseile sozusagen verteilen. Also bewegt sich unser Gewicht hier ja auch nur genau 1 Meter nach oben. Weil wenn das hier nur 1 Meter nach oben geht, dann kann das Gewicht ja nicht weiter nach oben kommen als genau diesen 1 Meter. Also können wir uns jetzt nochmal angucken, welchen Kraftgewinn wir denn eigentlich haben. Wir wissen, dass unsere Arbeit, die wir nachher rauskriegen, also unsere Arbeit am Ende, ist so groß wie die Kraft, die wir am Ende rauskriegen. Das sind 10 Newton, die wir anheben. Und der Weg, den wir haben, oder den diese Kraft zurücklegt, ist 1 Meter. Also haben wir einen effektiven Kraftaufwand zum Schluss von 10 Joule. So, jetzt wissen wir aber auch, dass unsere Kraft am Anfang oder unsere Arbeit am Anfang ist genauso groß wie unsere Arbeit am Ende. Also wissen wir, unsere Arbeit am Ende ist ja 10 Joule. Muss also genauso groß sein wie unsere Kraft am Anfang, die kennen wir noch nicht, die wollen wir gerade rauskriegen, mal den Weg, den wir am Anfang zurücklegen. Und am Anfang legen wir 2 Meter zurück, haben wir gesagt. Oder legt die Kraft dann 2 Meter zurück, das trifft die Sache besser. Also teilen wir einfach durch 2 Meter und wissen dann, dass die Kraft, die wir am Anfang aufwenden müssen, 5 Newton ist. 5 Newton. Und um uns den Kraftgewinn anzugucken, teilen wir ja einfach die Kraft am Ende durch die Kraft am Anfang. Also die Kraft am Ende durch die Kraft am Anfang ist also 10 Joule. Durch 5 Joule haben wir also einen Kraftgewinn von 2. Das heißt, wir sparen uns wieder die Hälfte der Arbeit oder die Hälfte der Kraft, müssen dafür aber den doppelten Weg zurücklegen. Okay, wir haben noch Zeit für ein weiteres Beispiel, denke ich. Das ist ein Beispiel, das muss man vielleicht erstmal ein bisschen sacken lassen, wenn man das erste Mal hört. Die Maschine, die ich dir jetzt vorstelle, die kennen wir schon. Mit der haben wir uns bei Geschossen schon ziemlich viel beschäftigt. Und zwar ein Gefälle. Und das klingt jetzt bestimmt erstmal komisch, wenn ich sage, das ist ein Gefälle. Machen wir es anders, dass es vielleicht ein bisschen authentischer aussieht. Es klingt bestimmt komisch, wenn ich jetzt sage, dass ein Gefälle eine Maschine ist, aber im Sinne der Physik ist sie das eigentlich, weil wir auch einen Kraftgewinn durch sie erzielen können. Also, und den Kraftgewinn, den haben wir uns ja schon ein paar Mal direkt vor Augen geführt sogar. Sagen wir mal hier unten, das sind jetzt 30 Grad. Und wir sagen, nehmen auch wieder an, wie gesagt, das ist ja nur der Einfachheit halber, wir haben keine Reibung, wir haben keinen Luftwiderstand und gar nichts. Also die Strecke hier oben, die nennen wir jetzt mal S. Und dann ist das hier, ich denke, das wissen wir ja nun bereits, weil wir die Beispiele ja schon oft durchgerechnet haben, dann ist die Strecke hier ja Sinus 30 Grad mal die Hypotenuse. Also Sinus von 30 Grad ist 1/2, also 1/2 S. Und wenn ich jetzt hier unten einen Block hinstellen würde und den jetzt hier hochziehen möchte, dann kommt der Block ja irgendwann hier oben an. Und dann können wir uns ja mal angucken, wie viel Kraft haben wir denn gebraucht, um den da hoch zu befördern. Also wir sagen mal, der wiegt jetzt der wiegt 10 Newton. Dann ist ja eine potenzielle Energie hier oben. Ups, E-Pod. Ist ja gleich die Kraft, also 10 Newton. 10 Newton mal dem Weg, den wir jetzt bewegt haben, also 1/2 S. Wir haben ihn ja von hier, von 0, um 1/2 S hochgebracht. Also mal 1/2 S. Macht also 5 Newton mal S. So, wir wissen aber auch, dass die Kraft, die wir, oder der, die Arbeit, die wir reinstecken, ist genauso groß wie die Arbeit, die wir rauskriegen, also die Energie, die wir rauskriegen. Oder andersrum, wir müssen genauso viel Energie in das Objekt reinstecken, die am Ende nachher drin ist. Das heißt, wir wissen, dass unsere Arbeit am Anfang, welche Farbe nehmen wir? Nehmen wir blau wieder. Das heißt, unsere Arbeit am Anfang muss auf jeden Fall 5 Newton mal S sein. Und wir wissen auch, unsere Arbeit am Anfang können wir auch berechnen mit der Kraft, die wir am Anfang reingesteckt haben. Kraft am Anfang mal dem Weg, den wir zurückgelegt haben. Und den Weg, den wir zurücklegen, ist ja S. Wir sind ja hier und legen den Weg von S zurück. So, und ich denke, jetzt wird das schon ziemlich offensichtlich, wenn wir jetzt einfach nur durch S teilen. Dann fällt das hier ja raus und das fällt raus. Das heißt, unsere Kraft, die wir am Anfang aufwenden müssen, ist 5 Newton. Und damit haben wir effektiv wieder Kraft gewonnen. Weil wir haben ja 10 Newton bewegt, auf eine Strecke von 1/2 S allerdings nur, mussten dafür aber auch halt nur die Hälfte reinstecken. Das heißt, auch wenn es erstmal ein bisschen bizarr klingen mag, aber ein Gefälle ist im Endeffekt auch eine Maschine, mit der wir einen mechanischen Kraftgewinn erzielen können.
denke, das ist hieran ja recht eindeutig erkennbar. Okay, soviel erstmal zum Kraftgewinn und wir sehen uns im nächsten Video.